Und damit sind wir zurück bei Duels of the Planeswalkers 2013, Magic the Gathering. Nach dem doch sehr abrupten Abbruch vom letzten Mal, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf den Shard. Auf den Scheiß, würde ich sagen, probieren wir mal Talrand. Spielen wir nochmal eine Runde Plane Chase. Ja, es tut mir auch leid, dass ich den letzten Part so übertrieben schnell abgebrochen habe. Aber es ging mir echt tierisch auf den Sack. Wenn ich da ein bisschen Mana ziehe. Eine Druckmarke. Füge jeder Kreatur in jedem Schadenhöhe der Druckmarken. Was? Finde allen Schaden, den Weltennamens, keine lesen im Spiel bleibenden Karten, die du konntest, zufügen. Das ist natürlich cool. Und wir dürfen sogar anfangen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Perfekt, und wir sind safe vor dem Teil. Wir sind so safe vor dem Teil, das ist cool. Das ist richtig cool. Nicht nur dir oder auch... in diesem Spiel. Ne, nur die bleibenden Karten. Das ist wieder ein bisschen gefährlicher. Immer wenn... Endsegments. Okay. Okay. Ja, Lilly, das tut mir aber leid. Oh, Lilly, das tut mir aber leid. Ich finde das ganz cool. Das da. Das ist eine richtige Bedrohung für die anderen. Für mich jetzt persönlich nicht. Ich muss es jetzt nicht mehr aktivieren oder so. Ich hätte jetzt gerne Land. Kein Distortion Strike. Land. 7 Handkarten. Weiter. Nee, man startet nicht mit einem Land auf der Hand. Das bringen wir eigentlich jedem Anfänger bei. Aber hier in Duel of the Planeswalker ist es was anderes. Marken sind drauf. 5. Naja, aber alles in allem, mal gucken, wenn da 20 Marken drauf sind, ich mal hochgehen lassen. Ich finde es schade, dass es nur bei den, keine Ahnung, in diesem Spiel bleibende Karten, die du kontrollierst, zugefügt werden. Das ist halt nur die bleibenden Karten, die halt keinen Schaden kriegen. Du selber kriegst halt trotzdem den Damage. Das ist halt ein bisschen eklig. Aber immer noch okay. Wir haben keine Artefakte zerstören, ne? Das heißt, ich darf dann noch nicht mal mein Artefakt spielen, wenn ich jetzt ein Land ziehe. Was ich natürlich nicht tue. Ich ziehe stattdessen das Teil hier. Ich spiele jetzt mal einfach einen Distortion Strike. Nur ich kann dann hier mal eine Runde rollen. Schade. Und überspringe meinen Angriff. Länder. Und jedem Planeswalker. Also nicht jedem Spieler, sondern wirklich nur Sachen auf dem Feld. Gut, die Sache ist, in diesem Spiel gibt es ja gar keine Planeswalker. Also als Kreatur gibt es die nicht. Also als Karte, besser gesagt. Odritch. 2-2 Kreatur. 10 Marken. So langsam ist das Ding richtig gefüttert. Ich bin da mal echt drauf gespannt, wann wir da wegwandern. Nighthawk. Gefährliche Karte. Richtig gefährliche Karte. Oh Gott, ja, gebt mir auch mal Länder hier, Deck.
komm, hör auf. Ja, danke. Ich dann. Jupp, danke. Land. Komm, hier, ist mir Bums. Land. Land. Das spiele ich jetzt nicht. Einfach nur aus dem Mund heraus. Wofür? Ich würde mal hier ein bisschen das Feld klären wollen. Und ich kann immer noch halt eingreifen und eine Kreatur halt plus 1, plus 0 und unblockbar geben. Was halt immer noch sehr, sehr cool und sehr, sehr stark ist. Solange es halt nicht der da ist, weil der wird mich angreifen. Weiter. Ja, so langsam würde ich das Feld gerne mal clearen. Vor allem da deswegen. Hier, das ist richtig böse. Timer anhalten. Da mische ich mich jetzt ein. Ach verdammt, das ist eine Hexerei. Warum kann ich damit dann auch gegnerisch machen? Oh, wie langweilig. Ich wollte mich da jetzt einmischen. Ach ja. Aber was soll man da großartig machen? Jetzt greift der mich. Nee, er greift. Er greift Odrich an. Lilly greift Odrich an. Das ist sehr praktisch für uns. Weiter. Und das ist. Der Shadow. Ja, wie gesagt, so langsam würde ich hier mal gern wegwandern, damit ich hier mal richtig Damage drücken kann. Vielleicht will jetzt auch Chandra wegwandern. Das wäre natürlich auch cool, da müsste ich kein Mana dafür ausgeben. Waffen habe ich eh so wenig. Komm schon, wandere. Achso, ja. Wandere! Ne, sie will auch nicht wandern. Land! Kein Land. Wandere. Nicht wandern. Wandern. Nicht wandern. Ja, dann war es das von mir auch schon. Ich kann in diesem Zug echt nicht, also in diesem Spiel gerade echt nicht viel machen. Ich bin echt ein bisschen gescrewt vor Mana. Was mir gerade auch ein bisschen auf den Sack geht. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Mana. Ach ja, genau, ich muss jetzt abwerfen. Ach komm, fick dich, das Sorcerer Strike. Ich würde ja so langsam echt gerne mal hier was loswerden, so ein Scheiß. Ach du Scheiße. Zum Glück hat er davon nur zwei drin. Sind die eigentlich auch Soldaten? Nee, nur Vogel. Vogel! Vogel! Ach du Schande. Okay, also so langsam würde ich das Ding gerne mal hochballern. Jo, das dürfte es mit Chandra recht gewesen sein. Krass. Also es dürfte jetzt nicht gewesen sein, der kann ja ein bisschen was blocken, aber... Krass. Ich kann meine... Oh, geil. Danke. Danke, ich kann meine Ausrüstung spielen. Kommt da was? Kommt da was? Zerstörer vielleicht? Was? Alles klar. Das Artefakt. Damit vergünstigt sie ihre Zauber. Das ist... Ne. Mittelmäßig intelligent. Intellent. Ah ja, den habe ich rausgenommen. Der ist nämlich echt kacke. Kann ich blocken? Auch nicht schlecht. Und wieder auf Odrich, komm. Sie geht mit auf Lilly. Ja, auf Chandra, meine ich. Nee. Die Dinger hier dauern eindeutig zu lange. Vor allem, bis man wieder dran ist. Komm, du willst wegwandern. Ich sehe es dir an.
Versuch zu wandern. Komm. Danke. Schaff's bitte auch. Nein. Das ist immer noch unser erstes Planes in dieser Runde. Na, zahlst doch eh Mana dafür. Nee, tust du nicht. Wenn du jetzt nicht spielst, wo? Chandra, was tust du? Oh, sie spielt den. Ja. Nicht so nett. Kriege ich jetzt ein Land? Oh, ich kriege ein Land. Erstmal gucken, ob wir vielleicht wandern. Vielleicht. Nein. Vielleicht doch. Ich will wandern. Ich gebe hier echt gerade mein Mana für echt Bullshit theoretisch aus. Aber ich will wandern. Danke! Alles klar. Oh, wie hübsch. Was bist du? Warte. Alles klar. Ich habe noch eine Angriffsphase, oder? Chandra! Dann lasse ich die Kreatur mal ein bisschen getappt und gebe ihr mal ein paar Marken. Tut ihr auch nicht schlecht. Oh, wie schön das Feld geklärt. Oh, wie schön das doch gerade ist. Was war das? Achso, ja, du enttappst alle dann. Das ist natürlich jetzt richtig heftig. Das ist natürlich jetzt richtig heftig. Ja, jetzt nimmt er mir meine Kreatur weg. Fuyu. Was bist du? Ach, die ausgedörrte Wasserkeit. Bisschen kontraproduktiv, der mit. Oh, okay. Ist vollkommen okay. Jo, tappe wieder alle deine Kreaturen. Wenn es alle Permanenten wären, dann wäre das richtig übel. Dann würde man nämlich echt hier richtig... Junge. Okay, dann wird gewählt ein Mandat. Was bist du? Kamigawa! Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du deine Bibliothek nach einem Standardland suchen und diese Karte ins Spiel bringen. Mit Standard Bibliothek. Eine Kreatur wird unblockbar. Das ist stark. Das ist richtig stark. Das hätte ich gerne ein paar Runden am Feld liegen. Ernsthaft, Leute? Ich hätte nämlich dann ganz gerne mal ein paar Länder. Nein. Super. Naja, nimm dir mal zurück die Hand. So, fertig? Danke. Nein, ich will da drauf bleiben. Danke. Ich würde gerne da echt drauf bleiben. Das wäre echt unglaublich cool. Vor allem, weil ich... Habe ich nur ein Distortion Strike? Nee, habe ich nicht. Das war mir relativ egal. Damit ich mit den Ländern nachholen kann. Das wäre unglaublich praktisch. Das ist jetzt 3-5, wo? Ja. Warum willst du davon weg? Alter, hör auf mit dem Bullshit. Alter, hör auf. Als ob die irgendwer im Moment blocken könnte. Alter. Alter! Alter, Alter, Alter. Das ist ätzend. Ätzende Scheiße. Komm, jetzt töte Chandra. Danke. Und Lilly, töte mal das Vieh. Das wäre awesome.
Ja, dass die davon weg will, ist klar. Ich kann damit ja echt nicht viel anfangen. Okay, Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Der hat da so ein Vieh liegen und du... Komm. Versuch mir mal zu wandern. Dankeschön. Lässt sie die Beherrscher eine Karte spielen? Irgendwann hast du auf der Hand. Okay. Das ist cool. Das ist halt richtig cool. Ich muss jetzt eine Handkarte abwerfen. Was werfe ich denn ab? Würde ich gerne mal halten. Ja, aber die bringt mir nicht mehr so viel, oder? Ne, die bringt mir echt nicht viel. Ist auch viel zu teuer, das Vieh. Er bringt seine eigene Kreatur zurück auf die Hand. Kriege ich meine Kreatur wieder? Dankeschön. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Mana er da noch liegen hat. Aber den kriegst du nicht. Es tut mir leid, aber den kriegst du nicht. Ja gut, Lilly versucht jetzt natürlich irgendwas zu fetchen, was halt ihr besser passt. Hat's wirklich gebracht. Also Lady ist jetzt echt gebracht. Oh, Land. Ja, ich werde mir das mal ein bisschen aufbewahren. Den Magier hier. Mal kurz hier ein bisschen rollen. Vielleicht kriege ich ja... Nein. Ich krieg ein neues Land. Das da besagt... Ja. Das da das besagt. Könnte jetzt das für zwei spielen. Dann kann ich einmal rollen. Wieso das denn? Muss ich jetzt ernsthaft das spielen, um meine Kreatur zu retten? Ach komm, fuck auf die Kreatur. Ernsthaft. Das ist ja behindert. Das ist, wie gesagt, hier steht explizit drauf, schon ein nicht verzaubertes Land deiner Wahl. Nicht zerstörende Kreatur. Das steht da überhaupt nicht drauf. Mann. Naja, den darfst du haben. Der ist mir egal. Den dürfte Lilly maximal aufregen. Ach du Scheiße, der ist echt böse. Also, Respekt. Um den kann sich aber Lilly mal kümmern. Okay. Ein Oblivion Ring noch auf der Hand. Vor dem hätte ich mehr Angst als vor dem, ne? Komm. Gimme a die. Gehen wir halt ein anderes. Ist mir auch recht. Okay. Das ist relativer Bullshit. Aber ich kann mir jetzt Zauber wiederholen. Das soll auch noch nicht viel bringen. Naja, machen wir es so. Krieg ich mal zwei Flieger. Das ist jetzt auch nicht das Verkehrteste. Ja klar, für ihn ist das natürlich dumm. Das ist aber genauso doof.
Enttapperung. Ah ne, sind alle Kreaturen neben zu unzerstörbar. Greif Lili an. Warum greifst du mich an? Für 5. Komm, dann nehme ich 5. Alter, Udrich. Gehst du mir auf den Piss? Gib mir die ganze KI hier auf den Piss. Im Multiplayer. Das ist echt ätzend. Also, was das angeht, ist das Spiel echt nicht schön. Jo. Nope. Jetzt komm schon, beweg dich zu den anderen fucking Planes. Komm schon. Dann eben nicht, Mademoiselle. Ich brauche 2 Mana für das Ding, ne? Oder 3 für das. Am besten beides für beides. Na komm, warte ich halt ab. Angriff überspringen, warte. Nett. Lili kriegt nochmal richtig Arsch voll Leben. Komm, greif mich an. Hatte eh nur noch den Oblivion Ring auf der Hand. Er hat hier noch 9 Mana rumballern, also jetzt noch 8. 6. 3. Jetzt könnte er Oblivion Ring spielen. Tut er aber nicht. Ich würde sagen, angreifen auf mich wäre dämlich. Angriff auf Lili, das ist in Ordnung. Das lasse ich durchgehen. Der rüstet den damit aus. Ja, End of Turn werde ich den halt zurück auf die Hand geben, es sei denn, ich finde hier bei Lili irgendwas Interessanteres, weil ich zurückgeben möchte. Neue Welt. Vielleicht neuer Aspekt. Okay. Jetzt wäre ich sogar dafür, dass ihr das Ding geballert kriegt. Meerland. Ausrüsten ein. Dann gehe ich auf weiter, dann gehe ich Odritch hauen. Ach ja. Da war ja was. Odritch für 2 hauen. Weiter. Und dann rolle ich mir hier den Die. Okay. Soweit alles in Ordnung. Jetzt hat das Ding 3. Timer anhalten. Das kann ich nicht viel mitmachen. Das wird jetzt eklig. Jetzt bekommt der 3-1-1 Soldaten, also 3-2-2 Soldaten. 3-3. Warum sind die. Ah ja, Soldaten geben das 1-1. Auf wen? Oh, danke. Danke. Nix gibt's. Davon hätte ich gerne einen Arsch voll Kopien hier liegen. So. Pi mal Daumen. 5 Stück. Und sie rollt den Die. Das sind immer noch damit 2 Damage, wo? Das wäre halt natürlich echt cool, wenn das produzieren würde. Würfel.
Lilly, Würfel, tu irgendwas, beende deinen Zug, wenn es sein muss. Alles klar. Alles klar, wunderbar. Ja, schwimmen wir mal Talrand. Imbarkat auf Doom. Na? Komm schon. Die hintere. Die da. Einmal umrüsten bitte. Und da möchte ich einmal hauen gehen für 3. Dafür nur mit einer Kreatur angreifen, wo? Ja. Gut. Weiter. Er hat nochmal Oblivion Ring. Nanning. Nanning, 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 nanning. Ist aber nicht schlimm. Komm schon, greifst du eh nicht. Ach, du greifst mich wirklich an, du 2-2er. Hier, friss meinen 2-2er. Das hat's voll gebracht, Digga. Hast du keine Lust, dir mehr Lilly als Feind zu machen, oder was? Ja, und Lilly macht irgendwie mal gar nichts mehr. Durchsucht ihre Bibliothek nach genau einer Karte, nimmt sie auf die Hand. Das kann böse werden. Das kann nämlich eine richtig fiese Karte werden. Das kann auch gar nichts werden. Oder was total chilliges. Aber es kann auch was richtig böse werden. Wobei, den hätte ich ganz gerne ein paar Mal. Wenn ich mir den einmal kopiere. Gucken wir einfach mal. Das kann ich leider nicht. Das sind 9 Mana. Den hätte ich gerne einmal kopiert. So, nach irgendeiner Karte. Irgendeine. Day of the Dragon wäre natürlich auch nicht schlecht. Na gut, den. Den auf jeden Fall. Walken wir mal. Ob wir 2 Damage verteilen dürfen? Nee. Einmal kann ich noch. Jawohl. Bums. Bums, 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 bums. So. Und jetzt kann ich hiermit. Warte. 3 Damage auf Odritch. Angriff. Perfektomatico. Alter. Ich habe 2 Mana, um Notfall mir was zurückzubouncen oder um da Hexproof drauf zu geben. Das ist so meine Intention dabei. Direkt gewalkt. Ravnica. Ortsoffer. Wegwanderst, bring alle Kreaturenkarten aus deinem Friedhof zurück, spiel zurück. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hm.
Das war. Ach du. Das kann jetzt richtig heftig werden. Wovon bekommt er jetzt 3? 2? Wofür? Ach so, ja, die kriegen ja alle. Ja. Sind ja noch 1-1 Tokens, die er durch den da irgendwas kriegt. Was sind das hier für. Ach, das sind die Battlecryer, die beiden. Ach du Schande. Die du kontrollierst? Ja, natürlich die du kontrollierst. Ach du Scheiße. Du kannst aber eben noch nichts angreifen. Was? Wieso können die alle... Warum können die alle angreifen? Kriegen die durch das Ding Eile oder was? Ja, komm, müssen wir uns nicht anschauen. Aha. Versuchen wir es beim nächsten Mal erneut wieder gegen diese drei Lappen. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.